Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich Bürgermeister von Münster wäre. Ja, liebe Münsteraner, was würden Sie denn machen, wenn Sie einmal Bürgermeister oder Bürgermeisterin von Münster wären und Sie unendlich viel Geld zur Verfügung hätten? Das ist unsere heutige Frage des Tages. Ich würde mehr Grünflächen einrichten, damit man besser joggen kann, besser laufen, auch Sport machen kann. Das würde ich mir wünschen und würde ich verändern. Wüsste ich jetzt nicht, was ich noch ändern sollte. Schöne Grünanlagen, ausgebaute Fahrradwege, Infrastruktur stimmt auch. Also ich habe auch einen Job, viele andere auch. Ich glaube, für Studenten ist es hier gut, also ich würde hier gar nichts ändern. Was ich ändern würde, ich glaube, ich wollte auch Richtung, was ich Student oder Student bin, was ändern, also leichter machen vielleicht, weiß nicht. Ich hätte gar nicht erst mit der Diskussion um die Namensumbenennung mit dem Hindenburgplatz angefangen. Ich würde alles beim Alten lassen, wie es jetzt so zurzeit ist, weil ich finde, dass Münster eine sehr schöne Stadt ist und denke auch, dass viele Bürger Münster lieben gelernt haben. Was würden Sie ändern, wenn Sie Bürgermeisterin von Münster wären? Und das Geld hätten. Dann würden wir Folgendes machen. Wir würden erstmal dafür sorgen, dass die Schillerstraße eine Möglichkeit hat, auch ihr eigenes Auto, privates Auto hinzustellen, weil dauernd die Straße verstopft ist. Dann würden wir dafür sorgen, dass der Verkehr hier von der Geschwindigkeit heruntergesetzt wird und die LKWs nicht alle auf Schleichwegen hier durchfahren werden. Ich würde hier eigentlich gar nichts ändern, weil Münster eine schöne Stadt ist und wie gesagt, es hat mir das Leben gerettet. Ich bleibe, es ist einfach so, wie es ist, einfach schön hier. Ach so, mehr Kontrollen müssten hier sein. Die fahren ja wie die Verrückten. Die können ja manchmal noch nicht mal über die Straße gehen.